Ich bin Ali. Ich bin Jamur. Ich bin Omar. Und wir berichten über das Rangacker Quartier. Ich bin seit also fast 5 Jahren. Nach 3 Monaten ist 5 Jahre vorbei. Und wohnen Sie in dem Quartier? Ja, ich wohne in Gernach, also Schweizerweis. Von mir ist das gleiche Quartier. Seit 7 Jahren bin ich in Prato. Aber wenn ich eine schöne Wohnung in der anderen Seite von Prato finde, irgendwie für mich ist eine interessante Wohnung. Ich gehe sofort. Ich bleibe nicht in diesem Quartier. Was würden Sie an diesem Quartier verändern, damit Sie es mögen? Und ich kann auch für Kinder spielen, also richtigen Spielplatz haben. Dann kann Kinder ohne Probleme, ohne Eltern kann richtig spielen, weil es ist ein ganz gefährliches Quartier für Kinder. Weil die Autofahrer, also die fahren ganz schnell. Also Dienststrafe bekommen, die Busse bekommen. Muss unbedingt das ändern. Das ist meine Meinung. Wo befinden wir uns da? Oh, das ist ein kleiner Laden. Und dort können wir kleine Sachen kaufen, wenn wir sie halt brauchen. Also zum Beispiel ich würde nur etwas zum Trinken kaufen oder Süßigkeiten. Das ist wahrscheinlich nicht. Was ist das für eine Mauer? Das ist eine Lärmschutzmauer. Also die Leute haben sich beschwert, weil hier eine Hauptstrasse ist. Und dann haben sie halt gedacht, wir machen hier halt eine Lärmschutzmauer. Aber keiner findet sie eigentlich richtig schön hier. Also ich fühle mich hier eigentlich wie in einem Gefängnis, weil man nicht halt gut über sieht. Wir sind jetzt im Eingang vom Imperio. Und was machen Sie da? Chillen. Also gehen wir alleine hier an oder nehmen wir meistens jemanden mit? Meistens alleine. Also du nimmst jemanden mit? Nimmst du jemanden mit? Ja. Okay. Und du? Ich auch meistens. Vielleicht mit meinen Eltern manchmal oder auch mit meinen Kindern. Wo gehen wir jetzt an? In die Quali. Was gefällt euch an eurem Quartier? Mir gefällt eigentlich nur, dass man hier gute Kollegen findet und dass man eigentlich Spass hat, wenn man alle zusammen spielt. Aber sonst, wenn man allein spielt, dann habe ich auch keinen Spass. Wo spielt ihr? Hier eigentlich auf dem Spielplatz, auf dem anderen Spielplatz. Und wir dürfen nicht nie Fußball spielen. Also wir dürfen nie Fußball spielen. Und wenn man spielt, dann schnell in die zweite rein ins Fenster, dass man das nicht darf, das ist verboten. Und ich finde es auch toll, wenn man sich von Zocker oder so in die Wette aufstellen kann. Damit man mehr Fußball spielen kann, damit es eigentlich an das Fenster kommt, also Ballen am Fenster kommt. Also ich kann eigentlich da jede Person gefunden, die keine Quartier richtig gern. Sie wohnen halt hier, bis sie halt irgendwas in den Platz gefunden haben oder bis die Wohnung gerade so billig ist. Aber sonst würde eigentlich keiner wohnen. Also wir können es eigentlich aufpeppen, indem wir zum Beispiel einen richtigen Spielplatz machen, wo vielleicht bessere Sachen sind zum Spielen. Und wo zum Beispiel einen Laden machen würde, wo man einkaufen kann und so nicht so wie du eigentlich.